Scheiße, ich will in Ruhe weinen. Dieses emotionale Meisterwerk. Es hat seinen Preis. Es hat seinen Grund. Die Aufnahmen entstanden natürlich an Originalschauspielplätzen mit der Originalbesetzung. Und es hat mich viel Überwindung gekostet, aber ich muss einfach ehrlich sein mit euch. Heute kommt kein Minecraft-Clash. Gibt's nicht. Es ist weg. Jetzt mal Spaß mit der Alte, meine Freunde. Irgendwie ist mir leider die Minecraft-Clash-Aufnahme abgeschmiert, beziehungsweise nicht mehr auffindbar. Ich weiß nicht, welcher Gargamel oder Gnome an meinem Computer war. Ich habe absolut keine Ahnung. Es tut mir wahnsinnig, wahnsinnig leid. Und ich dachte mir, ich schaffe daher ein melodramatisches Kunstfilmchen für euch, was euch eventuell zum Nachdenken anregt. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, gibt nicht mir die Schuld, gibt die Gesellschaft der Schuld. Die Gesellschaft, die meine Datei von meinem Computer gelöscht, ja, oder wahrscheinlich auch ich selber. Jedenfalls, Leute, muss ich mich einfach entschuldigen. Heute kommt leider kein Minecraft-Clash, es tut mir wahnsinnig leid. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem wunderschönen und sehr, sehr aufwendigen Kurzfilm trotzdem begeistern konnte und eure emotionalen Ängste von euch lösen konnte. Das war nämlich mein Ziel, oder einfach irgendwie ein 14 Uhr Video zu haben, weil ich sonst zu geflamed werde. Ich möchte mich im Nachgang bitte noch bei Paluten bedanken, der mich hier mit seiner schauspielerischen Leistung unterstützt hat und auch beim Drehbuch sowie bei dem kreativen Fluss sehr mitgeholfen hat. Es war meine Ehre, mit dir zu spielen, lieber Paluten, und ja, was soll ich sonst sagen? Schaut die Folge bei ihm, denn es ist einiges im Clash passiert und ich gehe jetzt wieder ins Bett und weine.